Ich glaube, dass es anfangs relativ egal ist, was für ein Typ man ist. Ich glaube, dass das Handwerk was mit dir macht. Am dritten Tag habe ich diese Uhr zusammengesetzt, sie hat funktioniert, ich habe verstanden, wie sie geht und ich war so glücklich wie noch nie zuvor. Das war echt, ich hatte echt Tränen in den Augen. Das war alles für mich in dem Moment. Wenn es dich wirklich catcht, dann macht das Handwerk was mit dir und du wirst ein ruhiger Mensch. Ein bisschen wie Meditation am Werktisch zu sitzen, ja, und das ist, man ist sehr ausgeglichen, wenn man so eine Uhr repariert hat, wenn man die restauriert hat und man sieht dann, die Uhr läuft wieder, es beruhigt und es befriedigt vor allem. Man sieht, man hat was geschaffen. Ich habe irgendwann erkannt, dass ich mein Arbeitsleben damit beschäftigen möchte, einen kreativen Job zu haben, der mich ausfüllt, auch nach der Arbeit. Weil ich nicht jeden Tag buckeln möchte, nur um Geld zu verdienen, sondern ich möchte viel mehr mitnehmen als ein volles Konto. Also es ist schön, wenn man bei Instagram natürlich für seine Arbeit ein bisschen gewürdigt wird, beziehungsweise der Austausch ist toll, mit vielen anderen Uhrmachern auf der ganzen Welt kann man sich austauschen, mit vielen Handwerkern auf der ganzen Welt. Und dann ist es in erster Linie auch echt schön, wenn man für die Arbeit, die man macht, vielleicht ein bisschen Applaus bekommt. Ganz klar. Als wir entschlossen haben, einen eigenen Laden zu machen, war das schon ein bisschen utopisch. Man ist es nicht gewohnt, zwei junge Uhrmacher Mitte 20 vor sich zu haben und denen dann Vertrauen zu schenken, ist vielleicht schwierig. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir uns dann entschlossen haben, das zu machen, war eigentlich nur diese Lust auf dieses Handwerk da. Zweifel kamen da niemals auf. Nee, es war einfach nur der Wille, das zu machen. Im Nachhinein denke ich, das war schon mutig, das so zu machen. Das pure Handwerk kombiniert mit modernen Fertigungstechniken wird die Zukunft sein. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ein Handwerk zu erlernen, weil es als Grundlage für das weitere Leben einfach ausschlaggebend ist. Man kann immer darauf zurückgreifen. Man lernt in einem Handwerk immer Dinge, die man auch im Alltag brauchen kann. Ja? Und wenn jemand Interesse hat, ein Handwerk zu erlernen und dann Motivation auch noch dazu, dann auf jeden Fall machen. Ja, machen. Ich bin Uhrmacher. Was ist mit dir?